Und es geht weiter mit einer neuen Runde, mit einem neuen Global Challenge Cup. Der letzte war ja sehr erfolgreich für uns verlaufen. Und ja, das einzige Ziel ist es jetzt, das Gleiche nochmal zu wiederholen. Es wird jetzt natürlich deutlich schwieriger, da ja die ganzen Vereine technisch etwas aufgepusht werden. Im Gegensatz zum letzten Mal. Deshalb werden wir auf jeden Fall ja, wieder mal unser Bestes geben müssen und hoffen, dass unser Team sich in der Zeit auch insofern weiterentwickelt, dass es auch wieder reicht, möglichst weit zu kommen und möglichst erfolgreichen Fußball zu spielen. Heute aber erstmal gegen Tondela. Das war schon mal ein schlechter Pass. Gegen Tondela, ein Gegner, der auf jeden Fall machbar sein müsste, da diese sich in einer ähnlichen Liga aufhalten sollten wie wir. Also etwas besser als Trainingsliga, aber ja, ungefähr müssten die Qualität haben, die die Teams haben. Freer übers leere Tor, das kann doch nicht wahr sein. Ach, es war Ross. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also hier, man war nicht zu spät, aber man konnte auch nicht am Keeper vorbei. Ja. Okay, erste Chance und die erstmal vergeigt. Ja, da unser Ziel ist es ja ist, dass wir jede Liga halt direkt mit einer Saison beenden. Und zwar mit einem Aufstieg, am besten als erster Platz. Sollten wir auch gegen Teams, die in dieser Klasse spielen, auch gewinnen können. Und deshalb sollte es ja ein klares Ziel sein, heute zu gewinnen. Und bislang sieht es von den Chancen her gar nicht so schlecht für uns aus. Wir hätten ja eigentlich schon in Führung gehen können, aber da muss halt noch ein bisschen mehr kommen, um dann wirklich das Match für uns zu entscheiden. Vom Gegner bislang noch keine wirkliche Chance. Canepiel ist jetzt wieder drin und er legt wieder vor für Bingham. Also der macht wirklich, seit er dabei ist, wirklich Action auf der Seite. Die Flanke ist wirklich on point. Besser geht's nicht. Aber auch schön hier gespielt nach außen. Und Bingham mit einem klasse Laufweg auch. Und einer tollen Annahme. Besser gesagt, tollen Ballabnahme. Das war schon richtig stark. Und damit gehen wir jetzt meiner Meinung nach verdient in Führung. Und Ross jetzt erstmal hier mit einem Fehlpass. Kann das Ganze aber nochmal korrigieren. Bingham nach außen zu Song Wu. Der spielt den Ball nochmal rein. Dann beim Gegner, er holt ihn wieder. Und den bringt er perfekt auf den Kasten. Was für ein Hammerding. Also für mich Song Wu ein klarer Turnierspieler. In der Liga so, ja, ist okay unterwegs. Aber in der, boah. Wenn es um den Global Challenge Cup geht, dann macht er Tore, die wirklich absoluter Wahnsinn sind. Klasse den Ball gewonnen. Und perfekter Abschluss. Kann man nicht anders sagen. Optimal geschossen. Und das war jetzt der Doppelschlag, der wahrscheinlich das ja, Todesurteil in diesem Match für Tondela sein wird. Außer wir machen jetzt solche Faxen. Canepiel kann den Ball nicht entscheidend klären, holt den Ball wieder. Da ist Wissa. Bingham versucht wieder nach außen zu spielen, gelingt ihm nicht. Und Wilson klärt erstmal die Situation, bringt den Ball lang und weit nach außen. Wissa. Halbzeit. Wissa durfte keinen Angriff mehr starten. Okay. Dann, ja. 63% Ballbesitz. Keinen Schuss zugelassen. Läuft eigentlich ganz gut soweit. Wir müssen es halt auch nur bis zum Ende durchziehen. Jetzt erwartet uns erstmal die zweite Halbzeit. Und die Frage ist jetzt, ob Tondela nochmal wiederkommt oder ob es jetzt halt ganz bitter enden wird. Jetzt direkt Eckstoß. Gut geschossen, meiner Meinung nach. Aber der Keeper auf jeden Fall hellwach in der Situation. War auch relativ platziert geschossen. Canepiel auf Ross. Und der Keeper ist wieder da, aber Ross im Nachfassen mit dem 3:0. Und ich glaube, jetzt ist das Spiel ja endgültig entschieden, würde ich mal sagen. Da wird wohl nichts mehr zu retten sein. Keeper ist hier auf der Linie gehalten und dann bringt Ross den Ball
unhaltbar nochmal auf den Kasten. Und das könnte wirklich eine schlimme Pleite werden vor heimischer Kulisse. Ja, das tut auf jeden Fall weh. Und im schlimmsten Fall würde Wissa diesen Ball hier ins Tor schießen erstmal und ein neuer Rekord für Available United aufgestellt werden. Bislang der höchste Sieg, ein 5:0 gegen Benfica. Das war schon ein Wahnsinnsding. Ich bin mal gespannt, ob dieser Rekord heute noch geknackt wird. Würde auf jeden Fall für United ein schönes Event sein. Für Tondela würde das eine Katastrophe sein. Aber ich weiß jetzt nicht. Also sie versuchen es spielerisch jetzt zu lösen. Das kostet natürlich Zeit. Aber wenn es klappt, wird es gefährlich. Song Wu hat jetzt mal ein bisschen Platz auf der Außenseite, bringt den Ball rein. Wissa kommt nicht an den Ball. Ross jetzt bringt den Ball wieder nach außen. Mal sehen, ob sie Song Wu aufhalten können. Der zieht jetzt in die Mitte. Versucht es über Anguissa. Der wird jetzt den Ball nochmal zu Song Wu spielen. Dann nehmen sie Ross mit, aber das ist ein Fehlpass. Und das ist dann zu wenig unterm Strich. Montero versucht den Gegenangriff. Wilson macht das gut. Pius. Ja, immer noch am Ball, aber Ross gewinnt den Ball jetzt. Anguissa zu Bingham. Der über außen zu Song Wu. Der macht das gut. Wird spät angegriffen, will den Ball selber auf den Kasten bringen. Und Ross jetzt nochmal am Ball. Und wieder ein Fehlpass. Ja, also ich weiß nicht, ob hier noch ein Tor fällt. Jetzt wird es langsam eng von der Zeit her. Da hat United das nicht mehr so zu Ende gebracht. Vielleicht auch Kräfte schon für die Liga, ich weiß es nicht. Ross jetzt nochmal am Ball und nochmal Eckstoß. Gut gehalten vom Keeper. Tomane geht jetzt nochmal runter, Wagner kommt für ihn ins Spiel. Song Wu bringt die Flanke, da ist Ross und der Ball ist drin. Und das ist tatsächlich ein Doppelpack von Frank Ross, der eigentlich nicht unbedingt ein Torjäger ist. Aber da sieht der Keeper nicht gut aus, denn haut er sich selber dann noch irgendwie rein. Tja, und das ist jetzt doch noch das vierte Tor tatsächlich. Und Wissa will noch das Ganze erhöhen. So aber leider nicht. Der Keeper auf Costa. Gibt es nochmal einen Gegenangriff? Nein, gibt es nicht. Wissa will aber nochmal einen Angriff starten. Und der bringt er im Tor unter. Also der Abschluss wieder wirklich on point. Perfekt in die Ecke gehauen, aber das darf halt nicht passieren. Das ist hier klar, was Wissa vorhat. Der wird da nur frontal angreifen. Und wenn man das nicht unterbinden kann, dann ist das schon relativ schwach. In den letzten 3 Minuten macht Air United noch 2 Tore. Und am Ende ist es ein 5:0. Relativ eindeutiges Ergebnis. Und damit geht es auf jeden Fall in Runde 2 des Global Challenge Cups. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie es weitergeht, sehen wir dann in den nächsten Folgen. Und ich hoffe, dann seid ihr auch wieder dabei. Bis zum nächsten Mal.